Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu City Skylines 2. Ja, in der letzten Folge habe ich ein bisschen mich wieder beschwert über das Spiel. Muss zwischendurch leider immer wieder sein, weil einfach, ja, was will man sagen, es ist das Spiel einfach, ne? Wir haben unser kleines neues Software-Ecke gebaut hier, die massiv am Wachsen ist. Hier sind ja ein paar der anderen großen Bullies hingekommen. Und unsere Stadt ist weiter gewachsen. Mittlerweile haben wir aber ein Müllproblem, wie es ausschaut. Das sollten wir vielleicht nochmal ganz schnell lösen. Ein Recyclingzentrum kann man ja zum Beispiel mal hier platzieren. Das kann sich ja dann hoffentlich auch ein bisschen um alles kümmern. Oder? Lagerweiterung kommt noch hin. Größeres Müllwagendepot, da freuen sie sich drauf wieder. Sage ich euch. Schau mal, wie viele LKWs jetzt da rauskommen. Fast alle kommen jetzt da raus. Aber die stützen an einer guten Stelle hier. Wir wollten aber um dieses kleine Teil kümmern, denn dieses Viererteil enthält Erzvorkommen. Und zwar 645 Tonnen. Was für uns sehr, sehr interessant ist, denn lass uns mal anschauen, wo sich dieses Vorkommen genau befindet. Hier. Dieses Fleckchen wird jetzt zu einer Kohlemine ernannt. Damit wir unsere Ressourcen anspeichern können. Du musst nur schauen, dass du das Ganze irgendwie... unter einen Hut kriegst. Gehen wir fast bis zum Fluss vor. Wir folgen dann erstmal dem Flussgebiet. Bis zur vordersten Spitze. Das Gute ist ja, ich kann jetzt hier hingehen. Hier rein und kann dann hier noch vor der Spitze sitzen. Nämlich die Spitze zum Beispiel, setze die auch noch ein bisschen vor. Einfach um das Ganze noch ein bisschen anzupassen. Dann braucht es noch eine Straße, die zugeführt. Standardstraße. Und dann wollen wir, dass wir natürlich hier irgendwie eine Anbindung haben. Das wird wieder eher eine spannende Angelegenheit. Die Straße kann auf jeden Fall hier unten durchführen. Oder wir setzen halt hier echt so eine Straße fort, was wahrscheinlich am schlauesten ist. Hier hinzugehen und sagen, hey, wir nehmen das so mit. Und machen dann wie so eine Art National Theme drauf. Warte mal, was hier hoch. Runter. So. Die führt dann hier oben zum Beispiel noch in die Berge rein. Hier sollte vielleicht bauen wir da eine Holzfarm noch hin dazu Zeugs. So. Dann binden wir die Straße hier an. Und dann sollte das auch jede Versorgung haben jetzt. Den Boden verändern tut er aber leider nicht, ne? So cool ist das Spiel dann doch wieder nicht. Dass das Terrain sich absenkt und alles, das wäre... das wäre Premium. Aber das passiert leider nicht. Wie schaut es aus hier mit Abbau? Wie viel Kohle produzieren wir denn? Wenn wir jetzt hier auf die strategischen Ressourcen schauen, müsste man das doch eigentlich schon in der Produktion sehen, oder? Kohle produzieren wir
Nee, oh, oh. Das war ein bisschen. Jetzt passt er sich wieder an, okay? Wie viel machen wir plus am Ende dadurch? Schau mal, hier Diamanten werden aus was gewonnen? Das sind Mineralien, okay, sind keine Diamanten. This is an emergency broadcast to all citizens. The Fire and Rescue Service reports that fires are currently spreading in the nearby forest. The burning clouds of smoke pose a serious health risk to anyone nearby. At this time, all citizens in the affected area are instructed to immediately move to a safe distance until the situation is under control. Hier hätten wir rein theoretisch auch noch ein Gebiet, wo wir rein theoretisch mit Eisen arbeiten könnten. Das sollten wir vielleicht noch mal schnappen. Dann tun wir von dem Kreisel aus hier freischalten. Und wenn ich jetzt sage, ach schein, das hängt hier. Ich hätte hier gerne Erzabbau. Warte mal, die Leine. Oh Gott. Wir müssen die Stromlinie versetzen, ansonsten haben wir ein Problem. Wir müssen nicht mit hochsetzen, bitte. Okay. Müsste rein theoretisch der Strom gleich sein. Super, danke schön. Dann gehen wir wieder hier hin und setzen die Punkte neu. So. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Good. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. This is Second Moon with J. Thomas Hornbuckle. Before we dive into our next selection, I'd like to take a few memento moris to elaborate on the formal structure of the symphonic work. For our newer, less able listeners, first, we will be dancing through the al dente section before entering the slower largo movement, finally, then savoring the vivacious antipasto movement. So, without further ado, let's raise the curtain. Sollte das alles angeschlossen sein, rein theoretisch, oder? This just in from traffic. If you're thinking about hitting the streets, you can expect delays on the major roads, especially during rush hour. Good to know, Jim. Seems like everyone is in a hurry to get somewhere fast. It's worth slowing down. And if you can, plan your trip outside the rush. Dann sollte das jetzt auch passen, oder? I'd rather wait an hour in traffic than to have to start thinking about it. Dann sollte die jetzt auch loslaufen. Besides, if I did that, I'd never get anywhere. Und wir sollten Erz und Kohle haben. Bedeutet, daraus sollten wir dann am Ende Eisen produzieren können, oder? Road maintenance services have already been dispatched and traffic flow should return to normal. But if you're planning a quick trip out, you might want to wait a little while until everything clears up. If you're in it, you already know about it. Komm. No use reminding you. Wo bleibt die Produktionsanfrage? Wir machen ja beim anderen allein schon 450 Tonnen, 415 Tonnen.
Dann sollte ja Erz auch kein Problem sein, oder? Oh ja. Jetzt schießt er hoch, jetzt wird er sich langsam stabilisieren anfangen. Ernsthaft? Hier machen wir so viel und hier nur so wenig? Warum? Oder musst du einfach noch Stufen? Ah, shit, der ist schon Stufen hochgeballert, deswegen hat er so viel angestellt und alles. Das fehlt ihm noch. Er muss noch upgraden und ich glaube, das braucht eine kurze Zeit, bis das passiert. Dass der sagen kann, dass er upgradet. Und dann sollten wir in der Produktion auch sehen, dass wir hier über die angefragte Menge kommen. Und dann sollten wir hier genug haben. Stein zum Beispiel müssten wir jetzt auch noch eine Mine erstellen. Da gleich machen wir jetzt hier unten eine Mine hin. Das, weil die brauchen eine Mine wieder, oder eine Steinmine wiederum braucht ja nichts Spezielles. Das kriegt jetzt einfach von mir hier das Gebiet. Das kriegt einfach das. Also wenn ich mir nicht ihr brauchte, Stein keine. Gebäude schon wieder verschwunden. Diese Gebäudeverschwinderei, das hatten wir im ersten auch nie. Kriegen wir hier Ressourcen raus oder nicht? Sie Ressourcen, Güter erzeugen. Ich habe gedacht, Stein braucht keine Unterlage. Ajep kann an einem beliebigen Ort platziert werden. Du hier, natürliche Erzeugung platziert werden müssen. Die anderen brauchen alle was, aber ihm steht, kann überall platziert werden. Er ist schon auf dem Weg zu. Stufe 5? Ja, Respekt, du. Du bist auch schon bei Stufe 2 auf dem Weg zu Stufe 3. Bedeutet, ihr solltet. Erz ist immer noch nicht positiv. Stein ist aber positiv. Schauen wir mal, wie lange noch. Weil er sinkt schon wieder. Hör einfach auf. Ich finde es auch erstaunlich, dass das zum Beispiel nicht gestiegen ist, wirklich. Obwohl wir ja mehr produzieren. Oh, schau mal an, was jetzt wollen ganz viele hier wohnen. Hä, ich habe doch voll viel Müllwagen eingestellt. Was ist jetzt los? Ist unsere Müllproduktion überlastet? Kann es sein? Lass mal gucken, Abfallwirtschaft. Mülldeponie verfügbar, Müllverarbeitungsstelle. Vielleicht brauchen wir auch einfach eine Verarbeitungsstelle. Warte mal. Hier oben setzen wir jetzt noch eine hin. Forschung, ja, okay, das sind die spezielleren Sachen. Aber wenn ich jetzt sage, ich mache eine Mülldeponie. Die kommt jetzt hier oben hin. Die kriegt den restlichen Berg jetzt in dem Fall. Hätten wir jetzt dich hier, du kriegst einen Müllwagen-Depot noch dazu. Und eine Sondermüll-Sammelstelle kriege ich hier gar nicht hin. Okay, ist ja wurscht. So. Dann müsste er sich doch jetzt um Müll kümmern anfangen, oder? Zwei aktive Fahrzeuge. Kipplaster und Müllwagen sind unterwegs. Schauen wir mal. Oder ist das, weil hier schon wieder Stau herrscht, wie immer?
Oh, ich liebe Verkehr, wenn er so beschissen ist. Arbeitsplatzverfügbarkeit. Gering und hier ist hoch. Tourismus ist hier hoch, hier hoch, hier hoch. Weil die ganze Stadt hat ein Leuchten. Das hat auch Tourismus. Okay, das. Oh ja, hier oben ist Tourismus zum Beispiel ganz hoch. Warum stehen sie zum Beispiel hier jetzt wie bekloppt? Natürlich geht der Müll nicht voran, wenn überall Verkehr steht. Heidewitzka, wie soll man denn hier bitte schon Verkehr steuern lassen? Machen wir eine fünfspurige Straße draus. Sollte der Verkehr noch ein bisschen besser fließen. Aber klar, wenn der Verkehr bis nach da hinten steht, sind fast alle Fahrzeuge unterwegs. Wo sind denn die überall? Oh Gott, in diesem Menü kenne ich mich bis heute nicht aus. Es ist, oh, hier. Jetzt habe ich vergessen. Fährt irgendeiner auch mal hier in die Reihe rein oder ist es jetzt gerade Stau? Du willst drauf, dass da ist Stau. Wahrscheinlich sind die zuständigen Kollegen gerade hier draußen im Stau gefangen. Das können wir sogar gut vorstellen. Wir müssen ja eigentlich nur hier um die Ecke und nach da vorne. Ja, die fahren geradeaus. Warum stehen wir zum Beispiel gerade hier? So, ich will jetzt, dass die hier nicht auf die Idee kommt, umzukehren. Kann ich diese einspurige irgendwie... Aber doch wahrscheinlich mit einer Verschönerung. Das ist doch bestimmt, dass ich die Mitte... Oh, geht nicht, schade. Schau, das ist wieder... Oh. Der musste jetzt umdrehen, weil er dachte, er hat Bock. Jetzt dreht der um. Was ist, wenn ich bei euch die Ampel entferne? Wie viel Kriegschaos löse ich aus? Okay, ich verstehe diese Ampel gerade, diese Steuerung nicht. Es sind nur noch zwei gerade ausführende Spuren. Gut, wir machen jetzt so, dass hier keiner geradeaus fahren darf. Und dann machen wir hier draußen eine dreispurige. Ich habe meine Hand aufgerissen, das ist echt ungut. Gott. Wie viele Tonnen an Verkehr sind denn hier? Viele Tonnen. Das ist der erste Teil von Müllproblemen, die wir haben. Finde ich schon sehr, sehr schön. Wir führen jetzt dasselbe hier durch. Abreißen. Oh, das war ein Mischgebiet, okay. Jetzt ist es kein Mischgebiet mehr. Jetzt ist es Hochhausgebiet.
Dafür wird das ganze Gebiet jetzt hier, was wir hier haben. Ein kommerzielles Multi- oder einseitiges Gebiet umgewandelt jetzt dafür. Schon so viel Hochhäuser, das ist brutal. Aber wir haben trotzdem nur 45.000 Einwohner, ne? Das verstehe ich bis heute nicht. Wie viel werden sie wohl hier beschweren, dass sie nicht genug Kunden haben? Da beschwert sich schon einer, der ist noch nicht mal fertig. Es entstehen doch hier gerade Hochhäuser, Mensch. Okay, es könnte hier auch das Problem sein mit den ganzen... So, warte mal. Jetzt würde ich mal gerne sehen, ob das... Die Leute laufen trotzdem drüber. Ich brauche unbedingt Wege. Pending updates to our power grid, the city will be experiencing rolling blackouts. We urge the public to remain calm during these breaks in service and to follow the guidelines on the city's website on how to plan for these temporary events. This has been a local public service announcement. Local authorities are urging the public to conserve water and reduce the burden on the city during this water shortage. Consider installing a low flush toilet, cut back on watering the lawn, and shower with a friend whenever possible. This has been a local public service announcement. You're back with Second Moon Radio, your second physical home from home. So settle back in your chair, pull yourself in place. Tonight we are doing a musical tour of... Wir müssten hier irgendwie schauen, dass wir das mit den... ...and of art and culture. Que bon. ...Fußgängerwegen vielleicht lösen, weil das ist wahrscheinlich eines der Hauptprobleme, dass sie hier dann über die Straße drüber wollen. We're live, and we're getting reports about a traffic accident somewhere in the city. Road maintenance services have already been dispatched, and traffic flow should return to normal. But if you're planning a quick trip out, you might want to wait a little while until everything clears up. If you're in it, you already know about it. No use reminding you. Meanwhile, expect delays and drive safe. This just in from traffic. If you're thinking about hitting the streets, you can expect delays on the major roads, especially during rush hour. Good to know, Jim. Seems like everyone's in a hurry to get somewhere fast. It's worth slowing down. And if you can, plan your trip outside. Oh, I'd rather wait an hour in traffic than have to start thinking about it. Besides, wie groß müssen denn diese Straßen sein teilweise? Wir reißen mal hier ein bisschen was ab. Ich würde gerne das sogar auf eine 8-spurige hoch tun. Oder ist das 7-spurige? Das ist 7-spurige, oder? 6-spurige. Das sind ja 6, nee, sind 8-spurige sogar. So. Und jetzt hat... Gehen wir hier hin. Was heißt denn hier die Hand zu steil? Das Grid will ich genau schalten.
Perfekt. Kann ich so. Ah! Entfernung zu gering. Warum denn Entfernung zu gering? Sei doch froh, dass ich bauen will. Entfernung zu gering. Leckt mich doch alle am Arsch. Das was. Das ist auf jeden Fall die Straße um einiges entlastet. Oh ja, massive Entlastung der Straße. Die Parkplätze teilweise sind Wahnsinn. Ich werde jetzt hier auch mal ein paar Parkplätze aufbauen, noch mitten in der Stadt, weil ist gleich wichtiger wie bestimmt andere Sachen. Gut. Aber Leute, ich würde sagen, das war es auch für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.